wie erwartet der Regen am Titisee. Deshalb nutzen wir diesen Tag und fahren los in Richtung Bayern. Und das erste Ziel ist Rot an der Rot. Und da treffen wir uns heute Abend mit Uli und Stefan. Nachdem wir einen richtig schönen Abend gestern verbracht haben, geht es heute weiter in Richtung Schönau zum Königssee. Das ist
nach diesem wunderschönen Tag auf dem Jänner heißt es nun leider verabschieden. Für die anderen zwei geht es in Richtung Norden und für uns geht es noch ein Stückchen nach Österreich. This is bad. Your hands make up for the love we don't have. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, auf unserem Kanal Living and Travel. Servus und grüß Gott aus Österreich. Genau, denn da befinden wir uns gerade. Ja, ein Update dieser Woche, was wir so gemacht haben. Das letzte Mal waren wir ja noch am Titisee und sind dann noch auf den Feldberg gelaufen, hatten dort super Wetter gehabt, war eine sehr schöne Wanderung dort hoch gewesen. Und ja, einmal hoch, einmal runter, ne? Ja. Und runter zu ging's gut, schnell, zackig, hoch zu ist etwas länger. Aber es war auch super schönes Wetter, es hat alles gepasst, war ganz toll. Und dann sind wir ja am Montag weitergefahren Richtung Berchtesgaden und haben dann nochmal einen Zwischenstopp gemacht. Dort haben wir uns mit Freunden getroffen, mit der Uli und mit dem Stefan. Und haben einen sehr, sehr lustigen, schönen Abend verlebt. Und dann haben wir am nächsten Tag weiter gefahren bis nach Schönau, hinter Berchtesgaden, nämlich zum Königssee. Ja. Und da hat man dann einen Stellplatz, der war das ganze Gegenteil wie den Tag zuvor. Ja. Es war echt die Härte gewesen. Oh, der Tag zuvor so schön und dann am nächsten Tag. Ja, aber der ist wirklich, dieser Stellplatz ist... Ja, letztendlich waren wir ja froh, dass wir was gekriegt haben. Ja, ich wollte ja gerade sagen, dieser Stellplatz ist wirklich, also bis auf die letzte Lücke und bis auf den letzten Zentimeter ist der ausgebucht. Jeden Tag. Das ist halt einfach da so, weil alle halt eben mal zu dem Königssee wollen und dementsprechend ist der eben auch so frequentiert. Ja, ist halt alles verboten. Da ist nichts da. Nee, da ist also keine Stühle raus, kein nichts, also nur stehen, schlafen, stehen, aus, fertig. Ja. Kein Strom, kein nix und... Fähr- und Entsorgung hat's vorne an der Einfahrt und maximale Zeit zum Stehen sind 2 Tage. Ich weiß nicht, wer es kontrolliert, ob es eine, keine Ahnung. Ja, weil du musst kein Kennzeichen angeben. Also das, bei, wenn man das bezahlt, ne, kostet 20 Euro die Nacht und wie gesagt. Nee, 24 Stunden. Nicht nur die Nacht, sondern 24 Stunden, okay. Ja. Ja. Und von daher, aber er liegt insofern super. Du hast 5 Minuten bis zum See. Bis zur Stadt. Ja, bis zur Stadt nicht. Also bis zum Städtchen. Ja, bis zu den paar Häusern da. Ja. Ja. Naja, ist ein kleines Städtchen. Ne? Und dann ist man ja auch gleich am Königssee, wo man dann mit dem Booten rüberfahren kann. Das haben wir nämlich dann am nächsten Tag gemacht.
Und da muss man aber dazu sagen, also die Boote, die sind schon sehr gut gefüllt, sogar jetzt noch in der Nachsaison. Es ist halt ein Touristenhighlight, das Ganze dort, der Königssee und ja, San Bartolomé. Du kannst halt auch nicht rumlaufen oder mit dem Rad rumfahren. Nee, es geht nicht, nur so. Man kann nur mit diesen Booten dahinter fahren. Und das war ja insofern schön, natürlich das gesehen zu haben, aber wer einen Hund hat, der Angst hat vor, so wie unser, vor Maulkorb, der sollte es lassen. Also das ist recht eng da drin. Die müssen den Maulkorb anziehen. Wir wurden mehrmals ermahnt, weil Leute ziehen sich einfach runter. Der dreht auch richtig durch. Und ich wollte eigentlich gar nicht erst mitfahren, weil ich das wusste, dass Leute das nicht mag. Und dann haben wir es halt doch probiert und gesagt, komm, wir versuchen es. Aber wenn du einmal da drauf bist, bist du da drauf. Da kannst du dann mal runter. Also ich würde es nicht nochmal machen. Es war natürlich schön, das zu sehen, weil es ist ein Erlebnis, da zum Königssee auf den Königssee zu fahren und dahinter in die Berge zu fahren bis ans Ende. Und dann, wir hatten einen super tollen Guide gehabt und der hat dann in so ein Horn, wie heißt das Horn? Flügelhorn geblasen und dann kam das Echo. Das Echo hat sein Bruder gemacht, das schwöre ich dir. Der saß so oben in der Wand und hat genauso zurückgespielt. Und dann haben sie unten den Hut rumgelassen und die Saupreisen abkassiert. Hab sich totgelacht abends. Das Echo. Nein, nee. War wirklich schön. Also der hat es dann so immer gespielt, die Melodie. Und dann war alles ganz still. Und dann hast du gehört, wie die Melodie eben nochmal gespielt hat. Also es war toll. Das war schon schön, muss man echt sagen. Und dieses San Bartolomé ist halt auch toll. Ich bin auf dem Rückweg nicht ausgestiegen. Also wir sind zuerst bis ganz hintergefahren, sind dann an den See gelaufen, haben dort eine Kleinigkeit gegessen. Wie heißt der? Obersee. Ah ja, okay. Wusste ich gar nicht. Okay. Ja, und das ist ein leichter Weg, dahin zu laufen. Ist natürlich auch gut gefüllt mit Touristen. Das ist normal. Es ist halt einfach das Highlight dort, ne? Und ich bin dann aber auf der Rückweg, auf der Rücktour bin ich dann durchgefahren bis nach Schönau, ja. Und die anderen sind ausgestiegen in San Bartolomé und haben sich das noch angeguckt. Und ich war froh, dass der Hund einen Platz irgendwo hatte. Der war fix und fertig gewesen, weil der das einfach nicht möchte. Und da hat sich das dann abgemacht und das hat keiner gesehen. Ich saß dann so ein bisschen weiter hinten in der Ecke, es hat auch keiner was gesagt. Und da war ich froh. Und Michael sagte auch, da würden ganz schön dann die Schlangen stehen in San Bartolomé. Ja, wir sind gegen 16 Uhr, da war so 16 Uhr oder was, wollten wir dann zurückfahren von St. Bartolomé und da sollte man Zeit mitbringen. Da stehst du dann doch schon in einer sehr langen Schlange. Da fahren zwar permanent die Boote dann, aber das sind ja auch ein Haufen Leute da, die dann weg wollen um die Uhrzeit. Und naja, wie lange werden wir da gestanden haben? Halbe Stunde oder so, bis wir dann auf dem Boot waren. Also das sollte man einplanen. Es ist immer besser, sagte dir auch, der Guide hat uns das dann auch gesagt, frühmorgens, es ist immer besser, frühzeitig zu fahren. Und mittags schon wieder zurück. Ja. Dann umgehst du das Ganze halt, ne? Ja gut, also morgens wirst du dann warten müssen, dementsprechend. Naja, da hat er ja gesagt, nee, es wäre mittags nicht so schlimm. Also von daher umgeht man das Ganze dann halt, ne? Ja. Naja, also es ist auf jeden Fall sehenswert, aber wie gesagt, wenn ihr einen Hund habt, der ein Problem mit Maulkorb hat, lasst es sein. Oder lasst ihn im Auto, wenn er so lange im Auto bleibt. Es dauert halt natürlich auch eine Weile, ehe man da hinten ist und wieder zurückgefahren ist. Man ist schon ein paar Stunden unterwegs und von daher, deswegen haben wir mitgenommen, Deuten, aber für Deuten war es echt. So 3-4 Stunden Stress. Sollte man einplanen. Ja. Wenn du nicht sogar bis an die Wasserfälle läufst, das ist ja nochmal 1,5 Stunden, also 3 Stunden. Also braucht man schon ein bisschen Zeit. Ja. Ja, und ich bin dann eher zurück und habe den Hund ins Auto gebracht, damit er sich auch ein bisschen ausruhen kann und Leckerchen und Futterchen und alles gegeben und neu nachgezahlt, damit wir auch wieder nochmal 24 Stunden stehen können. Und dann bin ich nochmal in ein Schuhgeschäft. Neue Schüchen. Genau. Da war Räumungsverkauf und dann habe ich mir neue Wanderschuhe gekauft. Oh, ich bin ganz happy. Also ich hatte ja jetzt meine alten Wanderschuhe. Ich weiß gar nicht, habe ich die hier? Die muss ich euch direkt mal zeigen. 20 Jahre. Ich konnte mich immer noch nicht trennen, ne? Aber jetzt waren schon einmal kaputt, die sind schon geklebt. Die sind immer noch gut und die behalte ich auch.
Aber es war jetzt Zeit mal für ein paar neue. Und dadurch, dass da ein großes Angebot war, also wegen Räumungsverkauf, das muss halt alles raus, jetzt kommen die Wintersachen. Und ich wurde da super beraten. Die haben die Füße ausgemessen und wo auch, ja, wie der Fußlauf sozusagen halt eben ist, das konnten die halt sehen. Und dann haben die das ganz genau ausgemessen und mir gesagt, welche Größe ich brauche. Wir sind nie darauf gekommen, dass ich doch deutlich größere Schuhe brauche für den Sport oder zum Wandern, und dann haben sie mir auch gleich noch ganz tolle Wandersocken natürlich dazu verkauft. Da bist du reingeschlupft, da hast du gedacht, oh, wie schön. Also sehr, sehr angenehm. Also war wirklich, wirklich sehr lange da drin gewesen und sehr gut beraten. Ich glaube, ich war 1,5 Stunden da drin gewesen in dem Laden. Und dann haben die auch so Steine aufgebaut, da kannst du so Bergwandern ein bisschen in der Mitte testen. Kannst eben, ob die Schuhe eben, wenn du nach unten läufst, ob die anstoßen, also ob dein Zeh anstößt oder ob du gut drinne sitzt. Und also so eine Beratung hätte ich bei uns nie gekriegt. Und von daher war das echt gut, dass ich sie da gekauft habe. Diesmal habe ich eine andere Marke mit dem L gekauft, anstatt die Marke mit dem M. Aber war super, super gut beraten. Michael hat sich auch noch ein paar mitgenommen. Und ja, das kriegst du halt hier unten ganz anders, als wenn du das bei uns kaufst. Ja, und dann am Abend waren wir noch schön essen, auch dort im Städtchen. Ich weiß gar nicht, war ja dunkel, hab nicht viel gesehen. Auf der anderen Seite war das von dem Fluss, ja. Ne? War wunderbar. Wie hieß da die Gaststätte? Echo-Stübel, glaube ich. Ja, war sehr, sehr gut gewesen. Das Essen, sehr, sehr guter Service gewesen. Also ja. Perfekt, wirklich ganz toll. Ja, und jetzt wollte ich euch noch am Ende dieses Updates mal so ein paar Kleinigkeiten zeigen, die wir zum Teil eben geschenkt auch bekommen haben. Tipps von Uli und Stefan, die sind immer, was sowas betrifft, absolut perfekt ausgestattet, und Stefan hat immer sehr, sehr gute Tipps. Ist immer gefährlich, wenn man sich mit Stefan trifft, weil man dann immer so viele neue Sachen braucht. Gell? Also auf jeden Fall gehören wir jetzt zum Club der Lampen. Ja. Wir sind jetzt die 6. Mehr gibt es nicht, die diese Lampe haben. Das ist nämlich ein Selbstbau. Und den haben wir geschenkt gekriegt. Und da sind so Magnete dran. Und das kannst du draußen ans Autorand kleben. Und dann macht man das an. Ich blende euch jetzt ein Foto ein, wie das aussieht. Und ja, fand ich total süß. Haben sie uns geschenkt. Ja, gibt es nur 6, die das haben. Finde ich gut. Also haben wir uns sehr gefreut. Und dann haben wir auch noch entdeckt, das sind diese Lampen. Und zwar sind die von Olight. Und die sind super. Leider gibt es diese Größe dort nicht mehr. Olight ist eine Firma, die sich eben auf Licht spezialisiert hat. Die haben ja Taschenlampen und alles Mögliche. Also, und unter anderem halt diese Teile. Die haben halt hier unten Metall dran. Und dann kriegt man halt so ein Plättchen dazu. Wir haben uns jetzt von Stil... Ein Magnet ist da drin. Ja, genau. Weil die kannst du so genau auf die Karosserie kleben. Ja, genau. Ja. So rum ist es. Und die Plättchen, Metallplättchen kriegt man dazu. Und dann kann man die überall halt rankleben, wo man halt eben möchte. Kann man sich die Dinger im Auto... Und wir haben die... Rankleben. Wir haben die gesehen bei Uli und Stefan. Leider, wie gesagt, gibt es diese kleinen nicht mehr, weil die sind für uns perfekt hinten abends zum Lesen. Und aber vielleicht gibt es die irgendwann mal wieder. Ich werde da mal hinschreiben und fragen, ob sie die irgendwann mal wieder ins Programm reinnehmen. Die sind jetzt eine Nummer größer und da sind sie schon ein ganzes Stück größer, ne? Und die neuen jetzt, die man kaufen kann, die kann man mit einer App dann halt bedienen. Kannst du dimmen, welche Stärke du haben willst, welche Lichtfarbe du haben willst und so weiter. Ja. Weil hier drückt man halt jetzt noch drauf und da kannst du dann auch verschiedene Lichtstufen einstellen. Und ja, kannst die halt individuell praktisch, Disco kannst du auch machen, ran. Machen irgendwo, wo du so möchtest, auch draußen, wenn du abends draußen sitzt, und dann kannst du die Kugeln am Auto ranmachen, hast du ein wunderbares, schönes Ambiente-Licht draußen. Also, das war eine sehr, sehr gute Idee. Die werden aufgeladen hier mit so einem, ja, hier ist so ein Magnet dran und dann USB, und dann werden sie aufgeladen. Man hat, ich glaube, lebenslange Garantie drauf. Sind nicht ganz billig, die Teile. Kosten ein paar Mark, aber ich glaube, da hat man wirklich Freude dran an den Dingern. Ja, die machen Aktionen manchmal. Ja. Jetzt zur Zeit gerade ist eine Aktion.
Und je mehr du nimmst, desto billiger wird es. Ja. Ja, also, und dann gibt es halt auch noch diese Ringe hier. Und die machst du dann ran. Die sind auch richtig fest. Und dann kannst du die überall, wo du willst, auch anhängen. Wenn du eine Markise draußen hast, hast du Haken dran, dann hängst du die da dran. Das ist, also ich finde die geil. Also die sind echt super. Bin ich echt froh, dass wir den Tipp bekommen haben. Und ja, und dann hatte der Stefan auch noch hier solche kleinen Teile. Da muss ich mal gucken, wo ich die noch mal kriege. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Da steht kein Name drauf. Und zwar sind das so ganz kleine, die kleben hier zusammen. Oh je, da ist schon die Folie ab. Es sind so Billigdinger, aber egal. Es sind so kleine Halterungen und da habe ich jetzt unsere Lichterkette hier drin. Und da kann man da schön rein. Die siehst du nicht, die sind durchsichtig. Das Rote machst du natürlich ab. Und dann sind die durchsichtig, dann kannst du die überall ranhängen, kannst auch Handtücher, kleine Handtücher oder irgendwas ranhängen. Oder wie gesagt, bei uns für die Lichterkette einwandfrei die Teile. Sind völlig unsichtbar, sieht man nicht. Ganz toll. Ja, so haben wir wieder ein paar Errungenschaften. Es gibt noch mehr in der nächsten Zeit. Wir haben dann noch ein paar Sachen gesehen, die wir auch haben möchten. Die zeigen wir euch dann mal zu gegebenen. Mir graut vor dem nächsten Treffen mit denen. Wie hat er so schön gesagt, das könnt ihr euch nicht leisten. Da hat er völlig recht. Das können wir uns nicht leisten. Ah, ja, Stefan hat alles. Das ist das Herz begehrt, wirklich. Also, aber auch wirklich gute Sachen, das siehst du gar nicht so. Also, weiß ich nicht. Ist immer schön, von jemandem, der schon so etwas benutzt, die Erfahrung zu bekommen. Wenn man die jetzt kauft, oder wenn man das irgendwo liegen sieht oder so, du kommst manchmal gar nicht auf die Idee, was man so alles damit machen kann und für was man was gebrauchen kann. Auch mit der Plane da und so, ne? Also, das war schon, naja, hatte eine ganz tolle Plane so gehabt, die man dann draußen um die Markise mit rum machen kann. Und dann sitzt man da geschützt, da haben wir so super an dem Abend gesessen und Feuerchen gemacht, das war so schön, ne? Und also es gibt immer so tolle Ideen, von daher war das wieder sehr, sehr gut. Also vielen lieben Dank, ihr zwei, wenn ihr das seht, also das hat uns wirklich sehr gefreut. Ja, sitzen wir in Österreich und warten den Regen ab. Jetzt gibt es 2 Tage Regen, heute und morgen. Und da müssen wir jetzt durch. Unser Hund ist heute nur am Schlafen. Der wird gar nicht richtig wach heute. Ein bisschen komisch. Und wir werden jetzt heute was Schönes kochen und machen es uns richtig schön gemütlich. Ist ein ganz tolles Plätzchen. Ist so ein Bio-Bauernhof hier. Und wunderschön gelegen. Man kann hier früh, bin ich heute schon gelaufen, wandern gehen. Und also eine ganz tolle Ecke. Und wir werden mal gucken, dass wir bis Sonntag vielleicht bleiben. Ne? Dann können wir hier nochmal eine schöne Wanderung machen. Da soll es besser werden. Und Montag wollen wir nochmal auf die Steinplatte. Und dann geht es nochmal für 2 Tage zum großen Arber in den Bayerischen Wald. Und dann geht es nach Hause. Und dann war es das. Ja. Und ja. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt schön gesund. Bis bald. Ciao. Tschüss.